Den Stadtempfang im Jüterbocker Mönchenkloster nutzte man, um das Jahr 2011 noch einmal Revue passieren zu lassen. Und zugleich wurden auch Projekte und Vorhaben für das Jahr 2012 angesprochen. Die Bürgermeisterwahl war laut Aussage des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Peter Anders sicher das größte Ereignis. Nun gilt es, auch Taten sprechen zu lassen im Sinne der Weiterentwicklung der Stadt. Also wir werden natürlich Stadtparty-Leute gerne sehen und auch offiziell erkennen, die im Baubereich hoffentlich das eine oder andere noch machen. Insbesondere freue ich mich, dass wir das Schwimmbad dann auch wieder eröffnen. Da sind wir gerade beim Endanstrich, ganz wichtig für diese Stadt, da wir hier ringsherum ja relativ trocken leben. Und wir werden auch zum Beispiel das Thema nasse Keller durch das Grabensystem fest im Auge haben, sodass wir hier mit dem Wasser- und Bodenverband gemeinsam versuchen, den Durchlassszenar Vorstadt zu realisieren. Also eine echte Baumaßnahme, Straßenbau, wird natürlich zu Einschränkungen führen. Aber in Summe geht es darum, dass wir hier auch das Grabenproblem weiter im Auge haben. Ein weiteres Problem ist ja der Ausbau der 102, der Straße durch Jüterbock, die also in diesem Jahr noch nicht in Angriff genommen werden kann. Das ist ja auch bekannt. Es ist verschoben worden auf das nächste Jahr. Letztendlich sieht es ja so aus, dass man schon als Radfahrer Schwierigkeiten hat, diese Straße zu befahren. Und es ist wirklich an der Zeit, dass dieses Problem gelöst wird und für Jüterbock positiv entschieden wird. Beim Stadtempfang stand in diesem Jahr besonders der Sport im Vordergrund. Jüterbock sei laut Aussage des Bürgermeisters keine Sporthochburg, aber das aktive Vereinsleben in vielen Sportarten und den daraus schlussfolgernden Erfolgen sei für die Stadt ein großes Aushängeschild. Wir haben in vielen Bereichen Tradition, die pflegen wir auch. Ob es das Reiterische ist, da gehe ich auch davon aus, dass wir jetzt diesen Mehrzweckplatz in Werder in diesem Jahr anfangen zu bauen. Also die Planungen sind soweit. Wir haben eine Boxtradition, da haben wir im Herbst, dafür werbe ich auch schon, wieder eine wunderbare Veranstaltung in Vorbereitung der Deutschen Meisterschaft hier in Jüterbock. Also sehenswert, das ist Sport pur und natürlich ein aktives Vereinsleben. Nehmen wir ein Beispiel, der Judo-Verein, sehr aktiv hier in der Stadt. In der ersten Reihe heute beim Empfang saßen drei Landesmeister, also der Herr Belz, ich habe es mir aufgeschrieben, der Herr Belz, der Herr Glock und die Jugendfreundin Rückert. Also das sind schon Erfolge, die man feiern kann. Anlässlich des Stadtempfangs wurden auch in diesem Jahr wieder Auszeichnungen für besondere Verdienste, zum Beispiel in der Vereinsarbeit, überreicht. Und in diesem Jahr wurde auch erstmals der Integrationspreis vergeben. Hintergrund hierbei war, das Engagement einzelner Bürger gegen rechte Gewalt einmal zu würdigen. Einmal Herrn Pfarrer Gutsche, der sich schon jahrelang dafür einsetzt, dass die Ausländer hier in der Stadt entsprechende Möglichkeiten bekommen und nicht angefeindet werden. Ich erinnere an die Ostereiersuche, die er mit seinen Jugendlichen organisiert hat. Und wir haben als zweiten ausgezeichnet Kenan Aydin, den Inhaber des First Grill, der also durchaus am eigenen Leibe zu spüren bekam, dass auch in Jüterbock Gewalt und rechtsextreme Jugendliche durchaus vorhanden sind und er in seinem Geschäft First Grill an der Ecke Zinnerstraße, Zinnertor, dass das also beschädigt wurde. Ich freue mich darüber, dass der Bündnis gegen Gewalt hier Vorschläge gemacht hat, die, denke ich, auch ganz gut heute vorgestellt wurden. Ich würde mir sehr wünschen, auch für die kommenden Jahre, dass wir insbesondere auch versuchen, Bevölkerungsgruppen, die zum Beispiel aus Kasachstan, Weißrussland hier wieder hergekommen sind, dass wir da schaffen, wie zum Beispiel Niedergörsdorf das sehr gut vormacht, hier besser zu integrieren. Also das ist so ein persönlicher Wunsch, aber ich glaube, den äußere ich jetzt einfach mal. Pfarrer Bernhard Gutsche freute sich über die Anerkennung seines Engagements. Er hofft auf noch mehr Bürgerinitiative gegen rechte Gewalt. Den Preis habe ich stellvertretend für die junge Gemeinde eigentlich bekommen. Die hatte angefangen,
vor 5 Jahren mit der politischen Ostereiersuche darauf aufmerksam zu machen, dass relativ viele Aufkleber aus der rechtsradikalen Szene hier rumkleben. Und dass wir die wegmachen sollten, um deutlich zu zeigen, dass Jüterbog das nicht will und dass sie eine offene Stadt ist. Also eine, die auch für andere, für die Außenstehenden offen ist. Und das passt dann auch ganz gut zum Integrationspreis. Das bedeutet nämlich, nicht die anderen müssen sich ändern, sondern vor allen Dingen wir müssen bei uns ein bisschen aufpassen und bei uns auch ein bisschen sauber machen. Der Stadtempfang hat wieder einmal gezeigt, dass Jüterbog eine moderne und zukunftsorientierte Stadt ist, in der es natürlich auch künftig gilt, Projekte erfolgreich umzusetzen.